Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kettle und Kotz. Ich fahre jetzt oder ich lasse den Vollautomaten jetzt zurückfahren zum Hof des Freundes, Lohnunternehmers. Hier ist die BGA oder Klärwerk. Und dann werden wir den Trascher entleeren und dann sehen wir weiter, was er machen soll. Ne? Ja. Schönen Dank fürs Reinschauen, fleißig reingucken, ne? Alle, die fleißig lange geguckt haben, besonders, die nur kurz geguckt haben, vielleicht können sie sich ein Herz fassen und sagen, okay, wir machen es auch ein bisschen länger. Es geht um den Algorithmus von YouTube. Je mehr, je länger geschaut wird, umso öfters wird das Video oder andere Videos halt mit anderen Schauspielern. Hey, hupt der. Gut, ja, geht das dazu, ne? Also so, automatisch rausnehmen. Ja, je länger man geschaut wird, umso öfter man anklickt, umso öfter wird das Video auch anderen Zuschauern vorgeschlagen und dadurch wird sich, naja, ein Zuschauerkreis wird dadurch größer. Was sicherlich gut ist, ne? Für mich jedenfalls. Dadurch könnte es sein, dass der Kanal mal wächst. Weiß ja ab und zu mal, bekommt man ja ein Abo und darauf geht's ja hin, läuft's ja hinaus, ne? Der Kanal soll ja wachsen, so Stück für Stück, ne? Und darüber bin ich sehr dankbar, wenn das ab und zu mal kommt. Ist ja halt so, ne? So. Bin nicht ganz sicher, ob das ideal ist, der Punkt gut ist. Jetzt geht's gleich. Dann soll ja reingehen in den Anhänger, ne? Lade in Anhänger ab, machen wir gerade. Leider war ja nicht viel. Mal sehen, ob ich heute die Mission fertig schaffe. Mal sehen. Könnte sein. Wenn wir noch flügen müssen, naja, dann. So, es hat gerade so gepasst. Du hast die gesamte Fläche in einen Anhänger bekommen. Du musst die Maiskörnung aber noch selber zum Händler fahren, da dein Kollege nur noch wenig Zeit hat. Er wird den Dreher zurück zum Unternehmer fahren. Und du kannst dich um den Anfahrgespann und du gehst zum Händler machen. Achso, okay. Dann klappen wir noch ein. Also, ich bin noch großzügig. Stellen vor der Garage. Ich bin zwar schon mal ein Unternehmer, aber egal. Oder geht nicht aus, ne? Gut, dann fahren wir halt zum Hafen. Da kommen wir nicht rein. Gehen wir rum. Ja, das passt doch, ne? Genau zur richtigen Zeit. Ich dachte, wir wären schon fertig, aber wo war der hier festgefahren? Gut, der Kurs angegeben. Okay. N. Lassen wir jetzt den Kollegen fahren, den Automaten kann man sagen, ne? Wir sind schon ein bisschen weiter gekommen mit der Technik.
als Tesla. So, du hast gerade so gefahren. Achso, naja, gerade so ist gut. Der Hänger ist noch nicht mal bruchweise voll. Gut, es hätte ein bisschen mehr sein können von der Fläche her. Muss ich nächstes Mal ein bisschen genauer arbeiten. Und vor allen Dingen komplett Aussaat, ne? Die Aussaat richtig voll machen. Die Fläche auch nutzen. Hätte ein bisschen mehr Geld verdienen können. Guten Tausende Liter mehr. Schätze ich mal. Können wir auch innen drinnen fahren, ne? Haben wir eh nicht lenken müssen. Und wissen die Gegend gucken, ne? Aber ich fahre nicht, du. Das gibt's nicht, du. Naja, Linksabbieger, ne? Dann hätte ich so warten müssen. Naja. Ich fahre jetzt zum Hafen. Mal sehen, ob ich da ein bisschen. Naja, da ist ein bisschen. Wie willst du da Punkte verdienen beim Hafen, wenn du selber keine Fahrzeuge hast, ne? Und kein Feld? Hm. Na gut. Schauen wir mal, was jetzt klappt. Knapp einen Kilometer fahren. Wir bei. 25 km/h, mehr fahren wir nicht. Da sind es aber 45. Oder sind Drehungszahl? Sind Drehungszahl, glaube ich. 30. Das ist die. Taros woanders, glaube ich. Oder hat er sowas gerne nicht? Da, Tacho, das ist die Fülle der Temperatur. Und. Auch Temperatur. Wow. Fährt gut, der Bursche. Jo, schon fast ein Jahr wieder rum, ne? April angefangen, ne? Also ein Jahr ist betrieben. Da ist die BGH. Das sah aus den Silos da vorne. Ne, das ist doch keine BGH, das ist der Händler. Hier geht zum Hafen. Fährt er rechts ab? Jo. Jetzt kommen wir Riesen. Ne, fahren wir zum Hafen. Das erste Mal Geld verdienen, denke ich mal. Hier fährt sogar ein Bus. Theoretisch. Da steht mal ein großer Anhänger. Wahnsinn. Und LKW. Da sind wir. Wo geht's denn hin, Junge? Wo geht's denn hin? C. Ah, so. Das ist auch nicht viel Mais, ne? Der Bauer gibt mir ganz schön voll. Ich hätte gerne mehr gefahren, ne? Verkaufe den Mais, wie schön. So. Hier kann man es einstellen, irgendwie was. Wenn du Getreide oder Maiskörner zum Händler bringst, wirst du nach Masse und nach Qualität bezahlt. Die Masse wird über die Waage ermittelt und die Qualität oben und unten angenommen. Leider ist dein Mais etwas zu nass, daher wirst du wohl für Trocknung zahlen müssen und so nicht den vollen Preis für die Ware halten. Denn auch Maiskörner, ja, so schnell. Obwohl die Qualität nicht ganz optimal, hast du noch einen sehr guten Preis erhalten. Konntest dein Konto aufstocken. Ja. Ne?
Jetzt kannst du deinen wohlverdienten Feierabend genießen und deinen Betrieb zurückfahren. Aha. Man könnte hier auch noch was aufladen. Ne, aber die wollen ja nichts kaufen. Mal sehen, ob das gleich weggeht, ja. Dann lassen wir automatisch fahren. Das macht er nämlich ganz gut. Wir fahren jetzt zurück zum Hof. Ja. Ja, rund 2000, ich rechne die so. Fast 3000, naja gut. Wie gesagt, ein bisschen mehr hätten wir verdienen können, wenn wir die Fläche genutzt hätten, richtig, ne? Aber... ja, es ist nicht, ne? Aber nächstes Mal ein bisschen schlauer. Was dann kommt, jo. Fertig oder nicht fertig? Das ist hier nur die Frage. Was weiß, kommt mir noch? Die Zeit war ja gewesen um die 180, ne? Bis 210. Müsste eigentlich schon fast hinkommen, ne? Rechnerisch. Also, ich muss jetzt nachrechnen und will ich aber gar nicht. Ja. 30, 60, 90, 120. 150. Ja, kommt von der Zeit ungefähr hin. Wir haben noch Getreide im Hof. Vielleicht wird der noch gebraucht. Kann man ja auch noch verkaufen, ne? Das wäre auch eine Option noch da. Wo besser man verkauft im Frühling, wenn alle die Lager leer haben. Aber ist abhängig von der Ernte, ne? Wenn die Ernte überall gut war, dann sind die Lager überall voll, ne? Aber wenn die Ernte gut ist, hat man wieder viel verkauft und trotzdem den Preis noch gut verdient dran. Ne? Nun bin ich gespannt. Das ist ja zeitlich genau der richtige Punkt, wo ein Auto kommt. Und lässt vorbei. Auch nicht schlecht. So. Nun geht's Richtung Hof. Da ist noch was zu ernten. Ne? Gerste oder sowas. Aber spät dran. Ne? Im September ist spät dran. Ne? Oder ich kann ja schon vom Acker sein, ne? Junge, gib Gas. Ich bin neugierig, was jetzt kommt. Nächstes kommt. Und je nachdem, was kommt, schauen wir dann mal, ne? Könnte auch eine kürzere Folge werden, aber das bin ich nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, weil ich eben nicht weiß, wie es weitergeht, ne? Mein Szenario ist schon mal ganz gut, aber schon mal findet man ein bisschen rein, ne? Hätte man beides zusammen machen können, Szenario und Tutorial zusammen, ne? Dann wäre das vielleicht ja spannender, ne? Tutorial ist ja im Grunde langweilig, in Anführungszeichen, ne? Da ist jetzt im Hof, ne? Jetzt Szenario zu Ende sein sollte, dann ist das halt so. Dann ist auch die Folge auch zu Ende. Das weiß ich halt auch nicht genau. Oh, Gratulation! Du hast halt dieses Szenario, die Sommergerste und den Mais ausgeht und im Sommer und Herbst geerntet. Damals hast du schon wichtige Aufgaben Ackerbau kennengelernt. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Ja, liebe Zuschauer, das soll es auch dein Freund schon gewesen sein. Dann sagen wir schönen Dank fürs Reinschauen, schönen Dank fürs Liken, fürs Abonnieren und fürs ja, Kommentieren. Wie gesagt, das kann genutzt werden. Ja. Das ist nur eine Bitte, kein Muss. Aber wer es machen möchte, bin ich dankbar. Alles wegen dem berühmten Algorithmus bei YouTube. Dann sagt mal tschüss, ciao, ciao, ciao. Ja, worum geht's hier weiter? Was genau, werden wir dann sehen. Ich bin auch noch neugierig. Tschüss.